Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, in der letzten Folge sind wir an Milas Schrein vorbeigekommen. Und ich glaube, wie ist der Typ nochmal? Iva war auch dort. Und den Typen finde ich sehr, sehr, sehr merkwürdig. Alvin hat irgendwie zwei Leute gesehen, hat aber kein Interesse hier, uns davon zu erzählen. Und Mila will nochmal diese komische Kresnik-Lanze, was weiß ich, wie die nochmal heißt, zerstören. Und ja, Jude hat gefragt, ob er mitkommen kann. Und ob er das darf, erfahren wir jetzt. With you? Your whole life was turned upside down because you got involved with me. You don't regret it? Well, sure, a little bit. But it's too late to cry about it now. It's not like I can turn back time. Now that I'm neck deep in this, I want to help you if I can. Wenn wir jetzt auf den Taser wären, dann könntest du die Zeit zurückdrehen. You really are a do-gooder, aren't you? You think so? I didn't stay behind in the shrine to rest. I was hoping to sneak off without dragging you into things again. Really? Yes. Consideration for others was something I learned on our little journey together. It's not as easy as I thought. Anyway, let's head to the village. Now that you found me, I suppose I'm in no rush to leave anymore. Okay. Ja. Und Albert ist nicht da. Und wer? There really is no place I feel more at home. Wo ist da jemand? Niemand ist da. Und Alvin sagt uns überhaupt nicht Bescheid. Deswegen sage ich, hier kann man niemanden vertrauen. Eigentlich kann man ja gar keinen vertrauen. Jude würde ich jetzt nur sagen, dass man ihnen vertrauen kann, weil man von ihm nicht sehr viel mehr weiß als von Mila. Aber Mila ist irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahre alter Geist. Die weiß bestimmt Sachen, die wir nicht wissen sollten und was weiß ich. Hier ist ein Speicherpunkt, super. Jetzt habe ich schon. Egal. Ja. Ist ja genau wegen solchen Aktionen traue ich. Genau das, wegen solchen Aktionen traue ich solchen Leuten nicht. Naja, heißt es dann, oh, du hast meinen Vater getötet. Oder nein, du wolltest eigentlich mich die ganze Zeit töten. Oder nein, in Wirklichkeit war ich mal hier voll der Top-Böse, Badass-Killer-Bösewicht. Und was weiß ich. Und tun sie natürlich erst hier nach so, keine Ahnung, 20, 30 Stunden im Spiel sagen. Und das finde ich nicht so schön. Deswegen traue ich Alvin nicht. Jude ist noch jung, der ist 15. Er kann noch nicht so viele Geheimnisse haben. Da glaube ich nicht. Mila ist ein. Ist Maxwell, ja. Ich glaube, ich habe genug gesagt. Weiß bestimmt eine Menge Mist. Und ja. So ganz vertrauen kann man ihr eigentlich auch noch nicht. Und ich renne jetzt einfach durch und sammle alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Ich glaube, ich bin genügend gelevelt. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Gib mir das, danke. Und ja. Wir sollen einfach nur zurück nach Niakera. Kein Ding. Irgendwas sagt mir, Alvin wird nicht mehr da sein. Oder irgendwas ist hier passiert. Oder auch nicht. So, you've made up your mind. Yeah, I'm going with Mila. Whoa, you're quite the flip-flopper. I thought you regretted getting involved. True, but I've made my decision to help her and I'm sticking to it. Is that right? Alvin, thanks for all your help. Oh, I almost forgot. We still need to pay you. Ah, yes. My fee. Das irgendwie nicht vorhanden ist. I ran into some hayseed. He said he'd pay it. One of the villagers? Yep. He was all, thank you for looking after Lord Maxwell, and you saved our spirit. Hmm. That sounds like the Elder. He shouldn't have offered. Alvin, I'll pay you myself. You need to learn how to read your people, Mila.
That old man was tickled pink to pay your debt. You'd crush him if you refused. You think so? I know so. Anyway, he told me to wait here for him. That was ages ago, though. Not sure what's holding him up. Irgendwas muss passiert sein. Most likely. We should find him. Don't forget to take care of anything you want while I'm still around. Once I get my reward, I'm out of here. Nein. Ich brauche ein dickes, dickes Schwert. So, die Monster sind erledigt übrigens. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Jetzt können wir den Schreiben wieder aufsuchen, ohne Angst vor unserer Sicherheit zu haben. Tschüss. Elfenohren. Was zum? Ich fasse es nicht. Wie geil. Aber die sieht man nur in den Cutscenes, ne? Das stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. Bekommen wir jetzt nach jeder so einer Quest irgendwie sowas? Das wäre natürlich Hammer. Das sind gute Belohnungen. So. Hey, du wolltest die Insekten lösen, oder? Farbe, Form, Zustand, alles perfekt. Ich werde sie sofort in den Schrein legen. Ist sie nicht wunderschön, First Maxwell? Habt ihr hier ein weiteres Exemplar für eure Insektenlösensammlung? Keine Sorge, First Maxwell. Ich werde eure Gefährten nicht sagen, dass ihr ein solch ungewöhnliches Hobby habt. Haarsträhne. Ich bekomme echt nur noch sowas. Geil. Aha. Okay. Damit werde ich noch experimentieren. Und Geld bekommen wir übrigens auch. Geil. Wir haben 4630 Geld. So, wo ist der Älteste? Sonst hatten wir keine Quest mehr, ne? Nö. So, wo bist du, alter Mann? Oh mein Gott, wo bist du? Ich weiß gar nicht mehr, wie der Älteste aussieht, Mann. Eine Sammlungshalle, das sieht doch. Hey! Ja, so. Lord Maxwell and your companions, forgive me for making you wait. Worry not. I hear you've prepared payment for Alvin. Yes, yes. The villagers all pitched in and collected a small fund ages ago. It's the least we can do to help you, Lord Maxwell. You hear farmers, not fighters, after all. I see. Told you. I appreciate everything you've done for me. Ich hoffe, davon wandert auch etwas in unsere Tasche. Thank you for everything. Yeah, thanks. It was fun. See you around. Just like that, he's gone. That's a mercenary for you, I suppose. Yeah. Lady Mila. Will you be departing again? Yes. Look after the village. But I would rather accompany you. I wouldn't dare leave your holy care in the hands of this blasphemous, uncouth, shifty, backstabbing stranger. Ivor, tell me again of your duty. My duty? Why, it is to serve you, Lady Mila. And what of your other duty? To protect the people of Niakara. Those who can't protect themselves. Exactly. And now you see why Jude shall accompany me on this journey. While you fulfill your second duty. But Lady Mila, you wouldn't have lost the Great Spirits if not for him. No, the fault was mine and mine alone. Indeed, if Jude hadn't been there.
I might never have returned safely to Nia Kara. Thanks. I'm only trying to help. But Lady Mila! The matter is not open to debate. Will you abandon your duty to this village? No. Then let's be off, Jude. I hope they haven't closed off the Sea Haven. So does that mean we'll be passing through Hamil again on the way? Yeah. Yes. Yeah, das heißt es. That's not a bad idea. Really? Is that okay? It will give us a chance to check up on Rashagal's activity here in Azul. If we're lucky, we might even find a way to sneak into Fenmont. Gotcha. We'll stop by Hamil then. Safe travels to you, Lord Maxwell. Thank you. Lady Mila, please return to us safely. Ja, aber ich möchte mal noch bei seinem Haus vorbeischauen. Vielleicht ist er jetzt irgendwie da. Ja, vielleicht kann ich da jetzt was machen, was weiß ich. So, aber ohne Elvin wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, den ganzen Weg zurückzulaufen, habe ich das Gefühl. Aber was soll's, haben wir keine Wahl. Außer er ist auf magische Weise immer noch irgendwo hier und wir können ihn wieder in unsere Gruppe mitnehmen. Was ich sehr stark hoffe. So. Ich möchte jetzt zurück nach Hamil. Weil. Oh. So, that woman is supposed to be Maxwell. And you claim she has lost her powers, Pressa. Yes. If she's already hidden the key somewhere, we could have a problem. The fault is mine. I underestimated them. I apologize. If I'd only known that woman was Maxwell, I would have forced her to reveal the key's whereabouts. No matter. Was machen der Schrank? It is in our best interest to let her wander freely for now. Yes. Let her attract the attention of Rashagal while we quietly put all the pieces in place. Any word from Agria? She says they appear to have decided to construct a new key to replace the one they lost. We cannot ignore that. Zhao, you no longer need to watch over the girl. Join the search for the key. But, sir... If the Rashagal soldiers have withdrawn, you need not monitor her personally. It only makes sense for priorities to change. The data is safe, after all. As you say, man. Pressa, rendezvous with Agria and infiltrate Fenmont. Oh, so it's truly safe to leave Maxwell alone? Yes. We still have another pawn on the board. I'll have him search for the key as well. Okay, warum verheimlicht ihr das Gesicht von dem einen Typen? Ich bin nicht blind, ich habe das Intro gesehen. What is it? I was mulling over our options. What if we can't take a boat straight to Fenmont? Well, I vote against taking the land route from Azul. Crossing the mountains would be a real pain. Alvin? We could head to Charlton from Sapstrath Sea Haven. We? What do you mean we? That handmaid of yours offered me a little job. He wasn't so crazy about his exalted spirit traveling with a pipsqueak for a protector. Plus, the good village folk overpaid me. It'd be a stain on my professional pride if I didn't give them their money's worth. Very well. Good to have you back. Yeah, thanks for coming along. Thank Ivor and the villagers, not me. So, what's the plan? First, we head to Hamil to investigate Rashagal's movements. If they're still there, that is. Then you better take this. Keep it handy, just in case. Shall we go? Was hast du mir gegeben? Was ist eine Weltkarte? Okay. Cool. Aber damit. Ja. Oh. Damit beschäftigen wir uns. Und natürlich ploppt vor Partende noch ein Skit auf. Uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao.